Die verfolgte braune Unschuld hört auf den Namen Pierre N. Landgericht Chemnitz am Donnerstag. Wegen Körperverletzung ist der vorbestrafte Neonazi angeklagt. Er soll einen Punker im sächsischen Rochlitz zusammengeschlagen haben. Vor anderthalb Jahren waren Pierre N., damals NPD-Chef der Stadt, und linke Jugendliche vor einer Kneipe aneinander geraten. Zeugen sagen später aus, dass der Neonazi Punker Enrico W. zu Boden geschubst habe. Ich lag noch nicht mal ganz unten, hat er es schon auf mich draufgekniet halt so. Und dann hat er mir noch zweimal oder mehrmals ins Gesicht geschlagen. Ich hatte Platzwunden und eine kleine Schürfwunde und eine Platzwunde über dem Auge. Doch nach der Tat zeigt ausgerechnet der Nazi den niedergeschlagenen Punk an. Die skurrile juristische Konsequenz, ein zweites Verfahren, diesmal mit dem Opfer als Angeklagten. Wir beobachten das immer häufiger, dass Nazis, die Migranten, aber eben auch alternative Jugendliche angreifen, dass die selbst Strafanzeige stellen wegen Körperverletzung und damit eben die Geschädigten letztendlich kriminalisieren. Pierre N. war Mitglied der rechten Kameradschaft Sturm 34, die alternative Jugendliche mit Brandanschlägen und Gewalt terrorisierte und später verboten wurde. Für das Landgericht Dresden war die Schlägertruppe sogar eine kriminelle Vereinigung. Pierre N. saß wegen Landfriedensbruch und schwerer Körperverletzung im Knast. Heute überzieht er seine Gegner mit Strafanzeigen. Können Sie was dazu sagen? Verdrehen Sie die Täter-Opfer-Rolle? Ich mag auch nichts dazu sagen. Können Sie mal kurz sagen, warum gehen Sie überhaupt zur Polizei? Es heißt immer, Rechtsradikale lehnen den Staat ab, die lehnen das System ab. Warum gehen Sie immer zur Polizei? Auch diese Frau war in der Vergangenheit vermutlich Opfer einer Nazi-Attacke. Auch sie wurde später von Pierre N. angezeigt. Als Spiegel TV vor 16 Monaten über den Angriff auf die Frau berichten will, wiederholt sich die Szene plötzlich vor laufender Kamera. Wie beim ersten Mal stürmen Vermummte auf das Auto zu. Oh nein. Das sind Nazis gewesen. Was war los? Ja, die wollten gerade wieder ins Auto rein. Wir treffen die junge Frau am Donnerstag wieder. Auch den zweiten Vorfall, bei dem Spiegel TV dabei war, brachte der Neonazi zur Anzeige. Die Frau habe versucht, ihn zu überfahren. Mittlerweile werden beide Vorfälle als linksmotivierte Straftat eingestuft. Das eine Verfahren ist eingestellt worden und in dem anderen Verfahren wird weiterhin gegen mich wegen versuchten Totschlags, gegebenenfalls gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Da kann der Bericht politisch motivierte Kriminalität in Sachsen 2011 kaum überraschen, indem es heißt, rechte Gewalt habe abgenommen, die von Linken dagegen zugenommen.